Wie viele Tage? 5 Tage die Woche, Vollzeit. Das ist doch schön, ich gratuliere. Ich werde jetzt einen Babysitter brauchen. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich? Nein, kann ich nicht zu Papa? Kann ich nach der Schule zu dir? Du bist aber früh da. Schließ die Tür wegen der Katze. Musst du auch oben bleiben? War die andere kaputt? Nein, nur alt. Aber diese hier kann ich sicher noch 20 Jahre lang benutzen. Oh, wollen Sie noch so lange weiterarbeiten, Stine? Ja, warum nicht? Weil du schon ziemlich alt bist. Da fehlt Geld. Ich bin sicher, dass ich alles zur Bank gebracht habe. Gut, dass mein Kopf festsitzt. Was wollte ich noch mal machen? Tee kochen. Man fühlt es sich an, als wäre mein Kopf voll. Und auf einmal ist er leer. Für das hier damit. Jau! Oma muss lernen, Hilfe von anderen anzunehmen. Von mir. Auch von dir, ja. Bist du traurig? Ich hoffe, ich bin nicht dement. Dann kriegen Sie... Ja, stimmt, genau. Möchten Sie einen Lolli? Nein, danke schön. Wenn ich dich nicht hätte. Meine Mutter war Friseurin. Ah, ich bin Friseurin. Was tust du denn hier? Ich habe den Salon geschlossen. Und was ist, wenn jemand einen Haarschnitt braucht? Dann haben Sie Pech. Komm. Mama, du bist wirklich krank. Mit Romis Hilfe klappt das gut. Ja! Inga Svensson. Du gehst in die Schule. Was ist denn wichtiger, Oma oder die Schule? Wenn ich nicht mehr da bin, möchte ich gern, dass dir dieser Friseursalon gehört. Und wir nennen ihn Romis Salon. Ist das gut? Viel Spaß. Viel Spaß. Schleimer.